ihr Lieben, herzlich willkommen bei Dude Yourself Inspiration. Heute darf ich wieder ein Päckchen aufmachen, die Kati. Und Eva hat hier was Schönes für mich gebastelt, ist schon ein bisschen aufgegangen. Und ich mache das mal direkt ganz schnell auf. Sieht schon mal sehr, sehr schön von außen aus. Das Geschenkpapier gefällt mir richtig gut. Und dann noch mit diesem süßen Washi-Tape. Oh, eine Leinwand mit einem Tannenbaum drauf. Total süß gemacht. Mit Washi-Tape. Ich mag ja Washi-Tape total gerne und das ist eine tolle Weihnachtsdekoration. Ja, sehr, sehr schön, Eva. Vielen Dank. Und jetzt seht ihr, wie Eva das gebastelt hat. Hallo, hier ist jetzt Eva für euch und ich zeige euch jetzt, wie ich den Tannenbaum auf der Leinwand für Kati gemacht habe. Ich habe mir hier schon mal einen Tannenbaum vorgezeichnet, den habe ich einfach auf Backpapier durchgepaust. Also ich habe den einmal vorgemalt auf ein normales Blatt, habe dann geguckt, dass das Ganze auch auf die Leinwand drauf passt und habe es dann auf das durchsichtige Backpapier einfach rübergepaust. So sieht das Ganze dann aus. Ich habe das schön dick mit Edding gemacht. Ihr seht, ich habe nicht unbedingt super ordentlich gemalt. Das ist überhaupt nicht notwendig. Es wird ja nachher auch alles nochmal ausgeschnitten. Dann braucht ihr Washi-Tape. Ich habe hier verschiedene Grüntöne und auch Sachen, die so ein bisschen mit Weihnachten zu tun haben. Und ja, auch wo teilweise auch Tannenbäume drauf sind, wie hier auf dem goldenen. Einfach so verschiedene Sachen. Und ich werde das jetzt einmal komplett mit dem Grün abkleben. Allerdings von der Rückseite, damit das Washi-Tape die Farbe nicht annimmt. Ich lege mal den Rest zur Seite. Das Geschenkpapier liegt da hinten schon mit den Tannenbäumen drauf. Damit werde ich das Ganze nachher einpacken. So, ich starte hier unten am Stamm und ich nehme als erstes dieses Washi-Tape. Das will gar nicht. Das ist noch neu. Das sind unsere Weihnachts-Washi-Tapes von Action. Ja, die kleben richtig gut. So, jetzt habe ich auch einen vernünftigen Streifen. Ich schneide einmal den Anfang weg. Manchmal macht das Ganze so ein bisschen Probleme. Und ich klebe hier einen Streifen über den Bereich des Stamms. Ich arbeite das Ganze in Streifen von unten nach oben. Das Wichtige ist, dass ich das Tape immer so klebe, dass es sich überlappt. Immer nur ein ganz bisschen, aber so, dass die Tapes dabei aneinander haften bleiben. Jetzt komme ich in den Bereich des wirklichen Baumes und nehme einen breiteren Streifen. Der Bereich des Baums muss halt immer komplett abgedeckt sein. Und so arbeite ich mich dann von unten nach oben weiter fort. So, ich habe jetzt den kompletten Weihnachtsbaum einmal abgeklebt. Vielleicht habt ihr euch gefragt, warum ich das mit Backpapier mache. Backpapier ist extra an die Haft beschichtet. Dadurch hält das Washi-Tape darauf sehr, sehr schlecht und lässt sich gleich sehr leicht wieder ablösen. Ich drehe das Ganze jetzt einmal wieder auf die Vorderseite. Ihr seht jetzt hier das Washi-Tape so ein bisschen durchscheinen und ich nehme jetzt meine Schere und schneide die Baumform einfach aus. Ich schneide dabei selbstverständlich dann in das Washi-Tape rein auf der gegenüberliegenden Seite und erhalte so die Baumform.
Ich habe dann den Tannenbaum jetzt komplett ausgeschnitten und ihr seht hier, das Ganze löst sich sogar an den Spitzen schon ein bisschen vom Papier. Ich hole jetzt einmal hier meine Leinwand dazu und klebe jetzt den Baum auf. Ich ziehe dabei das Ganze einmal von unten, also da, wo ich angefangen habe zu kleben, nach oben ab. Wie einen Aufkleber. Schön vorsichtig. Da ist es einmal auseinandergegangen. Das ist überhaupt nicht schlimm an der dünnen Stelle. Einfach wieder passend draufsetzen und glatt streichen. So sieht dann der Weihnachtstannenbaum einmal aus. Bei den ganz spitzen Ecken hier helfe ich jetzt noch ein bisschen mit normaler Klebe nach. Das kommt immer ein bisschen aufs Washi-Tape an, wie das wirklich hält auf der Leinwand. Hier muss ich vielleicht bei einigen Ecken ein bisschen nachhelfen und dann packe ich das Ganze noch hübsch ein. Eingepackt sieht die Leinwand dann so aus, mit dem Papier, mit den Tannenbäumen drauf. Und die drei habe ich dieses Mal in Washi-Tape aufgeklebt. Ich habe auch das Geschenk selbst mit dem gleichen Washi-Tape hinten zugeklebt. So sieht das Ganze aus. Ich hoffe, Kathi freut sich. Und ja, dann, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich. Und ja, vielleicht habt ihr Lust, uns ein Abo dazulassen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr auf jeden Fall kein weiteres Video von uns und auf jeden Fall auch kein weiteres Adventskalender-Video. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration.